lieber ein kurzes Statement zum Spiel heute? Ja, wildes Spiel, würde ich sagen. Ich bin stolz auf uns, dass wir da im zweiten Satz nochmal zurückgekommen sind, dass wir quasi die Nummer 2 für uns gewendet haben. Natürlich ist es ärgerlich, es war bei 3-1 immer ärgerlich, dass du nicht den Punkt holst oder zwei Punkte holen kannst. Zumal wir im vierten Satz wirklich Zugriff auch hatten. Ja, das ist natürlich ärgerlich, aber Kopf hoch und ich bin auch stolz, dass wir nach der schweren Reise auch nochmal die Energie hatten, so ein Spiel zu liefern. Im dritten Satz bei 13-14, vorher hattet ihr 3 unglückliche Schiedsrichterentscheidungen. Hat das Spiel so ein bisschen gekippt? Ihr wart im dritten Satz lange vorne und das Spiel dominiert? Ja, Schiedsrichterentscheidungen sind immer, weiß ich nicht, wenn die falsch sind, ist natürlich immer nicht schön. aber ich denke, dass es uns nicht extrem beeinflusst hat. Also klar, das ist ärgerlich und ich finde, wenn es uns beeinflusst hat, dann sollten wir das mal ein bisschen abstellen und vielleicht mehr aufs Spiel konzentrieren. Was hat heute den Ausschlag zum Berliner Sieg gegeben? Ich denke, die hatten noch ein bisschen mehr Energie als wir zum Ende hin. Ich glaube, man hat auch gemerkt, dass wir jetzt, wie gesagt, diese lange Reise hinter uns hatten und auch selber ein bisschen geschwächt waren. Ja, also ist ärgerlich. Du sprichst die lange Reise an. Wie war das Spiel für euch in Ljubljana? Auch eine interessante Erfahrung. Also die Halle war sehr unterschiedlich zu allen Hallen bisher, wo ich gespielt hatte. Sehr laut und ich denke, wir haben alle was mitnehmen können. Ist natürlich wieder ärgerlich, dass wir da keine Punkte holen, in dem vermeintlich schwächeren, also den schwächsten Gegner der Gruppe. Ja, aber insgesamt war es doch, wie gesagt, sehr lehrreich. Schwierig nach so einem anstrengenden Spiel dann nochmal umzuschalten und dann direkt gegen so einen Top-Gegner zu spielen oder auch gut so einen schweren Gegner gehabt zu haben und sich auf Berlin einzuspielen? Ich finde es gut. Ich muss sagen, ich finde es gut, dass wir, ich merke selber, dass wir uns alle so ein bisschen an das Niveau anpassen. Jetzt mit Ankara, Ljubljana, Berlin. Da merkt man, dass wir, wie gesagt, alle ein bisschen konstanter spielen, ein bisschen besser spielen und wie gesagt, eine coole Erfahrung. Also, das ist nochmal ganz anders als gegen Unterhaching und VCO. Jetzt gegen Schweig wieder der krasse Unterschied, dann gegen den Zweitligisten zu spielen? Genau, wird schwierig. Habe ich auch schon gesagt, wird sehr unangenehm sein. Die haben eine laute Halle und ja, die ausverkauft ist. Und die werden extrem motiviert sein natürlich. Die sind als Zweitligamannschaft im Pokalfinale. Das hat man auch nicht oft. Und ich denke, ja, wird nicht einfach, aber sollten wir auf jeden Fall hinkriegen.